Wer noch skeptisch ist bezüglich der neuen Weltregierung und ihrer Ziele, der sollte sich einmal die folgenden Zitate anhören. David Rockefeller: Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise. Und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Manche glauben sogar, wir seien Teil einer geheimen Verbindung, welche gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet. Sie charakterisieren meine Familie und mich als Internationalisten und behaupten, dass wir uns weltweit mit anderen zur Errichtung einer globalen, integrierten, politisch-wirtschaftlichen Struktur verschworen haben. Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. Henry Kissinger: Soldaten sind nur dumme Tiere, die als Schachbauern in der Außenpolitik benutzt werden. Heute wären Amerikaner außer sich, wenn UN-Truppen nach Los Angeles kommen würden, um wieder Ordnung herzustellen. Morgen wären sie dankbar. Das trifft insbesondere dann zu, wenn ihnen erzählt wird, dass eine Gefahr von außen existierte, ob nun wahr oder erfunden, die unsere Existenz bedrohte. Es ist dann so, dass alle Menschen der Welt den Führern der Welt beipflichten, damit diese sie von dem Bösen erlösen. Die vier Botschafter der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges brauchten über das Berliner Abkommen nicht viel zu verhandeln. Sie brauchten nur den Text zu unterzeichnen, den die Bilderberger ausgearbeitet hatten. Wenn Chaos vermieden werden soll, muss zwangsläufig eine neue Weltordnung gefunden werden. Was dem Kongress vorliegen wird, ist kein gewöhnliches Handelsabkommen, sondern die Architektur eines neuen internationalen Systems. Ein erster Schritt in Richtung einer neuen Weltordnung. An alle Völker und Regierungen: Lasst uns eine neue Weltordnung entwerfen. Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft. Alles wird anders sein. Viele werden leiden. Eine neue Weltordnung wird hervortreten. Es wird eine viel bessere Welt für die, die überleben werden. Auf lange Sicht hin wird das Leben besser werden. Die Welt, wie wir sie uns gewünscht haben, wird Realität. George Herbert Walker Bush: Aus diesen turbulenten Zeiten heraus kann eine neue Weltordnung unter der Ägide der Vereinten Nationen stehen, so wie es ihre Gründer einst realisieren wollten. Die Welt kann deswegen die Möglichkeit ergreifen, um das langwährende Versprechen einer neuen Weltordnung, in der diverse Nationen in gemeinsamer Sache zusammengefügt werden, um das universelle Bestreben der Menschheit zu erreichen. Franklin Delano Roosevelt: In der Politik geschieht nichts durch Zufall. Wenn etwas geschah, kann man sicher sein, dass es so geplant war. Winston Churchill: Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, in dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. John Swinton: Es gibt hier und heute in Amerika nichts, was man als unabhängige Presse bezeichnen könnte. Sie wissen das und ich weiß das. Es gibt keinen unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn Sie sie schreiben, wissen Sie im Voraus, dass sie niemals gedruckt würde. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, meine ehrliche Überzeugung aus der Zeitung, der ich verbunden bin, herauszuhalten. Anderen von Ihnen werden ähnliche Gehälter für Ähnliches gezahlt. Und jeder von Ihnen, der so dumm wäre, seine ehrliche Meinung zu schreiben, stünde auf der Straße und müsste sich nach anderen Arbeit umsehen. Würde ich mir erlauben, meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung erscheinen zu lassen, würde keine 24 Stunden vergehen und ich wäre meine Stelle los. Das Geschäft von uns Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, frei herauszulügen, zu verfälschen, zu Füßen des Mammuts zu kriechen und unser Land und seine Menschen fürs tägliche Brot zu verkaufen. Sie wissen es, ich weiß es. Wozu der törichte Trinkspruch auf die unabhängige Presse? Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Menschen hinter der Szene. Wir sind die Marionetten. Sie ziehen Schnüre und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Fähigkeiten und unsere Leben sind alle das Eigentum anderer. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Mike Nichols: Eine Handvoll Menschen kontrollieren die Medien der Welt. Derzeit sind es etwa noch 6 solcher Menschen. Bald werden es nur noch 4 sein. Und es wird dann alles erfassen. Alle Zeitungen, alle Magazine, alle Filme, alles Fernsehen. Es gab einmal eine Zeit, da gab es verschiedene Meinungen, Haltungen in den Medien. Heute gibt es nur eine Meinung, die zu formen 4-5 Tage dauert. Dann ist sie jedermanns Meinung. Paul Sethe: Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Heinrich von Kleist: Journalistik ist die Kunst, das Volk glauben zu machen, was die Regierung für gut findet. Karl Friedrich von Weizsäcker: Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solchen deklariert.
aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Benjamin Disraeli. Die Welt wird von gänzlich anderen Personen regiert, als man sich das denkt, wenn man sich nicht hinter den Kulissen befindet. Die Staatsmänner dieses Jahrhunderts haben es nicht allein mit Regierungen, Kaisern, Königinnen und Ministern zu tun, sondern auch mit geheimen Gesellschaften, Elementen, denen man Rechnung tragen muss. Diese Gesellschaften können schließlich alle politischen Arrangements zunichte machen. Arthur M. Schlesinger Jr. Um die neue Weltordnung zu verteidigen, werden US-Soldaten töten und sterben müssen. Wir werden keine neue Weltordnung realisieren, ohne für diese mit Blut, Worten und Geld zu bezahlen. Amschel Mayer von Rothschild. Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation. Und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Woodrow Wilson. Seit ich in die Politik gegangen bin, habe ich hauptsächlich privat die Ansichten der Leute zu hören bekommen. Einige der größten Männer der Vereinigten Staaten im Bereich der Geschäftswelt und Produktion haben vor etwas Angst. Sie wissen, dass es eine Macht gibt, die so organisiert, so subtil, so aufmerksam, so ineinandergreifend, so komplett, so durchdringend, dass sie lieber flüstern, wenn sie in Verdammung darüber sprechen. Felix Frankfurter. Die wahren Herrscher Washingtons sind unsichtbar und üben ihre Macht hinter den Kulissen aus. Brooke Adams. Um die Weltregierung umsetzen zu können, ist es nötig, Individualität, Loyalität gegenüber Familientraditionen, nationalen Patriotismus und religiöse Dogmen aus den Köpfen der Menschen zu bekommen. James Paul Warburg. Wir werden eine Weltregierung haben, ob sie nun wollen oder nicht. Entweder durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft. Daniel Ken Inu. Es gibt eine Schattenregierung mit ihrer eigenen Luftwaffe, ihrer eigenen Seeflotte, ihrer eigenen Finanzierungsmechanismen und die Möglichkeit, ihre eigenen Vorstellungen von nationalen Interessen zu verfolgen, frei von jeglicher Kontrolle und Ausgleich und frei vom Gesetz selbst. Lawrence Patton MacDonald. Der Drang der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es, eine Weltregierung zu kreieren, welche Kapitalismus und Kommunismus vereint, unter ihrer Kontrolle. Meine ich eine Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt davon, dass so ein Plan existiert. Die Eliten planen es und ihre Absichten sind unglaublich bösartig. Myron Kirwell Fagan. Die Idee war, dass diejenigen, die die gesamte Verschwörung lenken, die Unterschiede der zwei sogenannten Ideologien Marxismus, Faschismus, Sozialismus gegenüber Demokratie und Kapitalismus so nutzen könnten, dass sie, die Illuminaten, fähig wären, mehr und mehr Menschen in diese beiden Lager zu teilen, sodass man diese bewaffnen könnte, um sie anschließend durch Gehirnwäsche dazu zu bringen, sich gegenseitig zu bekämpfen und zu vernichten. John Francis Helan. Die wahre Bedrohung unserer Republik ist die unsichtbare Regierung, die wie ein Oktopus ihre schleimigen Tentakel über Stadt, Staat und Nationen ausbreitet. Wie der wahrlich existierende Oktopus agiert sie verdeckt unter einem selbst kreierten Bild. Der Kopf dieses Oktopuses sind die Rockefeller Standard Oil Interessen und eine kleine Gruppe mächtiger Banken, gemeinhin bekannt als internationale Banker. Die kleine geschlossene Gesellschaft der mächtigen internationalen Banker überrennt die Regierung der Vereinigten Staaten geradezu, um ihre eigenen selbstsüchtigen Interessen durchzusetzen. Sie kontrollieren praktisch beide politischen Parteien. Herbert George Wells. Viele Menschen werden die neue Weltordnung hassen und werden sterben bei dem Versuch, dagegen zu protestieren. David Spengler. Niemand wird in die neue Weltordnung eintreten, bevor er oder sie sich nicht dazu bereit erklärt hat, Luzifer zu verehren. Niemand wird in das neue Zeitalter eintreten, ohne eine luziferische Initiation durchlaufen zu haben. Ted Turner. Eine Weltbevölkerung von 250 bis 300 Millionen Menschen, also eine Verringerung um 95% vom gegenwärtigen Stand, wäre ideal. Prinz Philip. Ich muss gestehen, dass ich gerne wiedergeboren werden würde, und zwar als ein besonders tödlicher Virus. Im Falle einer Wiedergeburt würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um so einen Beitrag zur Lösung des Problems der Überbevölkerung leisten zu können. Mikhail Gorbatschow. Wir bewegen uns auf eine neue Weltordnung zu, auf eine Welt des Kommunismus. Wir dürfen diesen Pfad niemals verlassen. John Fitzgerald Kennedy. Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausbreitet. Mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung.
und Guerillakämpfern bei Nacht statt Armeen am Tag. Patrick Joseph Kennedy. 50 Menschen stimmen über Amerika. Und das ist eine hohe Schätzung. Robert Francis Kennedy. Schlussendlich werden wir alle nach dem Bemühen, das wir aufgewendet haben, um eine neue Weltordnung zu schaffen, beurteilt. John Edgar Hoover. Das Individuum ist benachteiligt bei dem Zusammentreffen mit einer so umfassenden Verschwörung, so gewaltig, dass er nicht glauben kann, dass sie existiert. Marshall McLuhan. Nur kümmerliche Geheimnisse benötigen Schutz. Große Entdeckungen sind durch allgemeine Ungläubigkeit geschützt. Vielleicht werden wir niemals die Wahrheit erfahren, doch sollten wir alle Möglichkeiten kennen.